A3.0. Die Tasten C, D, E, G und A eines Klaviers können mit Hilfe einer Software angeschlagen werden. Dabei werden Melodien erzeugt, indem vier Tasten zufällig nacheinander angeschlagen werden. Beispiel für eine solche Melodie A, C, D, C. A3.1. Zeigen Sie rechnerisch, dass 625 verschiedene Melodien erzeugt werden können. Also die wichtige Information ist hier drin versteckt, vier Tasten werden zufällig nacheinander angeschlagen. Und wie kommt man jetzt auf die 625 Melodien? Ja, kann zum Beispiel sich mit Hilfe eines kleinen Baumdiagramms das alles vorstellen. Also erstes Mal, erster Ton drücken, C, D, E, G und A sind möglich. Habe ich fünf Möglichkeiten. Nehme ich jetzt eine weitere Taste dazu. Da habe ich hier fünf Möglichkeiten. Hier nochmal fünf Möglichkeiten, nochmal fünf Möglichkeiten und nochmal fünf Möglichkeiten. Gibt also insgesamt 5 mal 5 Möglichkeiten. Sind 25. So, wenn jetzt nochmal eine weitere Taste dazukommt, kann man sich vorstellen, es wird nochmal mal 5 genommen. Und bei der vierten Taste kommen nochmal entsprechend so viele Möglichkeiten dazu. Also 5 mal 5 mal 5 mal 5. Und das ist auch schon die Lösung. 5 mal 5 mal 5 mal 5 ist 25 mal 25 und das sind 625 Möglichkeiten. Oder Melodien in dem Fall.